The Voice of Germany 2017 und darum hat Siegerin Natir keinen eigenen Song. Schkodladibug. Und darum hat Siegerin Natir keinen eigenen Song. Was machen Andreas Kümmert, Ewe Quaine und Carly Ian Schmutzler seit ihrem The Voice-Sieg? Die siebte Staffel ist Geschichte. Natir Totor, 21, ist die Siegerin von The Voice of Germany 2017. Die Zuschauer wählten am Sonntagabend das Aupa-Mädchen aus Georgien mit klaren 50,10% zur Gewinnerin der Castingshow. Sie sagte im Jubel nach ihrem Triumph: "Das habe ich nicht erwartet und ich bin wirklich sehr dankbar. Ich kann in Deutschland meinen Traum leben und als Musikerin arbeiten. Aber kann sie das wirklich?" Bild wirft einen Blick zurück auf die sechs früheren The Voice-Gewinner und erzählt, was aus ihnen geworden ist. Ewe Quaine bei ihrem Sieg im Februar 2012. Sie arbeitet noch immer als Sängerin. Song, Do You Legal What You See, Platz 2 der deutschen Single Charts Album, Ewe, Platz 5 der deutschen Album Charts. Nach ihrem The Voice Sieg Anfang 2012 schwamm Ewe Quaine auf eine Erfolgswelle. Sie war Gast in vielen TV-Shows, tourte recht erfolgreich durch Deutschland und gewann 2012 einen Echo in der Kategorie Beste Künstlerin Rock/Pop National. An den Erfolg des ersten Albums konnte Ewe aber nicht anknüpfen. Der Nachfolger Wild Vieres landete 2013 auf Platz 40, danach gab es kein weiteres Album mehr. Im November 2017 ging Ewe Quaine nochmal auf eine kleine Deutschlandstour, orientierte sich aber um. Die Musikerin lebt in New York und Berlin, nimmt Schauspielunterricht. Seit einigen Jahren setzt sie sich für soziale Projekte ein, reiste 2015 für die Organisation Gemeinsam für Afrika nach Äthiopien und Kenia. Nick Howard, 35, 2012. Nick Howard versucht weiterhin, als Musiker Platten zu verkaufen, ist aktuell auf Tour. Song, Unbreakable, Platz 5 der deutschen Single Charts Album, My Voice Story, Platz 34 der deutschen Albumcharts. Der gebürtige Brite arbeitete schon vor The Voice als Musiker, mit mäßigem Erfolg. Auch nach seinem Casting-Sieg blieb die große Karriere aus, sodass er nach einem weiteren Album die dritte CD in Eigenregie veröffentlichte. Für seine einstige Plattenfirma war die Zusammenarbeit nicht mehr profitabel. Nick Howard zog sich aus dem Musikgeschäft zurück, bekam 2015 mit seiner Frau in New York eine Tochter. 2016 wagte er dann ein Comeback, rechnet in 9 Songs mit der Casting-Maschinerie und großen Labels ab. Aktuell ist der Sänger auf kleinerer Tour durch Deutschland und tritt auf Weihnachtsmärkten auf. Andreas Kümmert, 31, 2013. Andreas Kümmert hat sich nach ein paar Niederschlägen wieder gefangen, begeistert die Fans noch immer mit seiner Stimme. Song, Simple Mann, Platz 2 der deutschen Single Charts Album, Herr Iam, Platz 3 der deutschen Album Charts. Andreas Kümmert gelang die beste Albumplatzierung aller The Voice Gewinner. Herr Iam erlangte Goldstatus, wurde mehr als 100.000 Mal verkauft. Mit seiner Reibeisenstimme gewann er viele Fans, siegte haushoch beim Eschk-Vorentscheid 2015 und sorgte für einen kleinen Eklat. In der Live-Show kniff er, schenkte der Zweitplatzierten Ann-Sophie den Sieg und die Fahrt zum Song Contest. Kümmert war dem Karrieredruck und dem Rampenlicht nicht gewachsen. Er litt unter leichten Depressionen und Angststörungen, wie er 2016 verriet. Im September 2016 erschien sein Album Rekofe Kasse.
Aktuell ist er damit auf kleinerer Deutschland-Tour. Karl Ian Schmutzler, 24, 2014. Karl Ian Schmutzler steht wie ihre Mama als Schauspielerin vor der Kamera und arbeitet zusätzlich als Sängerin. Song, Blue Heart, Platz 3 der deutschen Single Charts. Album, Your Bonus, Platz 7 der deutschen Album Charts. Schon als kleines Mädchen stand Karl Ian Schmutzler vor der Kamera als Nachwuchsschauspielerin. Meist mit Mama Claudia Schmutzler, ebenfalls Schauspielerin. Als sich Karl Ian dann 2014 bei The Voice bewarb, siegte sie, veröffentlichte Single und Album. Doch die für 2015 geplante Tour wurde abgesagt. Grund: Drehtermine. Nachgeholt wurde die Tour nicht, auch ein neues Album gibt es bisher nicht. Die 24-Jährige arbeitet als Musikerin und Schauspielerin, der große Durchbruch blieb allerdings aus. Im März 2017 sprach sie mit Bild über The Voice: Ich würde niemandem raten, bei einer Castingshow mitzumachen. Das ist nicht gut für die Psyche. Jamile Krivitz, 19, 2015. Jamile Krivitz im Mai 2017. Die total ausgeflippten, knallbunten Outfits hat sie aus dem Schrank verbannt. Foto, Viraimage/Getty-Image-Song, Ghost, Platz 11 der deutschen Single Charts. Album, Berlin, Platz 18 der deutschen Album Charts. Als meiner Mädchen wurde Jamile bei The Voice bekannt, mit ihrer fröhlichen und kunterbunten Art gewann sie eine große Fangemeinde. Kurz nach dem Finale im Dezember 2015 wagte Jamile mit ihren Kochesmutter und Michi Beck den Sprung auf die Eschbühne. Sie trat 2016 für Deutschland an, belegte aber leider nur den letzten Platz. Danach machte Jamile ihr Abitur und ist in der K-Pop-Welt zu Hause. Sie macht noch immer Musik, ging 2017 erstmals auf Tour, nimmt ihre Fans auf YouTube mit durch ihr Leben. Glücklich, eine Karriere als Influencerin. Mit ihren 65.000 Followern auf Instagram hat die 19-Jährige zumindest gute Karten. Tasch Metzmann, 21. 2016. Tasch Metzmann mit Koch Andras Burani nach seinem Sieg Ende 2016. Song, Lauf Baby Lauf, Platz 23 der deutschen Single Charts. Album, noch keines veröffentlicht. Schon während der Staffel absoluter Zuschauerliebling, setzte sich Tasch letztes Jahr im Finale durch. Seit seinem Sieg im Dezember warten die Fans sehnsüchtig aufs erste Album. Das Album braucht Zeit, ich brauche Zeit, Zeit meinen eigenen Mittelpunkt zu finden und Zeit herauszufinden, welchen Weg ich überhaupt gehen möchte, sagte der Sänger im Oktober zu Bild. Da erklärt, es ist schwierig, die passenden Leute zu finden, die mit mir meine Interessen teilen wollen und den Sinn dahinter sehen. Mit Koch Andreas Burani stehe er in sporadischem Kontakt. Aufgeben? Für Tasch Metzmann keine Option. Der will als Musiker sein Geld verdienen. Neue Siegerin, Natia Totor, 21, 2017. Natia Totor ist der neue Star am The Voice Himmel. Ihre erste Platte ist noch nicht erhältlich. Song, noch kein eigener Song bekannt. Album, noch keines veröffentlicht. Seit Sonntagabend steht nun auch Natia Totor an der The Voice Spitze. Was sie von allen anderen Gewinnern unterscheidet: Einen Siegersong gibt es noch nicht. Im Finale haben alle Kandidaten Koffer-Songs gesungen. Natia siegte mit With a Little Help from My Friends von Jacocca. Opa-Mädchen Natia ist The Voice of Germany. Die Guards müssen auf sie warten. Wieso hat Natia keinen eigenen Siegersong?
Eine ProSiebenSaat.1 Sprecherin zu Bild, unsere Siegerin Natia und Universal, ihre Plattenfirma, Anmerkung. Red, arbeiten in aller Ruhe an individuell auf sie zugeschnittenen Songs. Erscheinungsdatum? Noch unklar.